Ungefähr 15 Kilometer nördlich von Marburg befindet sich auf einer Kuppe aus Buntsandstein der Christenberg. In der frühen Latènezeit um ca. 420 v. Chr. Wurde das 3 Hektar große Plateau des Berges ausgebaut. Es beinhaltete eine Frischwasserquelle. Die Kelten errichteten dort Holzgebäude mit Vorratsgruben für Nahrungsmittel. Bei Ausgrabungen wurden weitere Artefakte gefunden, die auf lokales Handwerk hindeuten und auf Handelsbeziehungen zum Balkan und ins heutige Böhmen. Um 200 v. Chr. Wurde die Siedlung nach einem Brand aufgegeben. Am Osthang des Berges sind heute noch ausgedehnte Ringwälle aus Baumstämmen, Erdreich und Steinen zu bewundern. Erst in der Zeit der Karolinger Herrschaft wurde die Siedlung auf dem Plateau auch wieder ausgebaut und befestigt. Die Anlage wurde in der Folge mehrfach erweitert durch Vorwälle, Gräben und einen Rundturm im Nordwesten des Geländes. Mauerreste sind noch heute sichtbar bzw. wurden teilweise nach dem alten Verlauf angelegt. Besonders während der Sachsenkriege hatte die Siedlung auf dem Christenberg eine herausgehobene strategische Bedeutung. Ab dem Jahr 1000 wurde die Martinskirche erbaut. Die ältesten Teile sind noch im romanischen Architekturstil gehalten, während der gotische Anbau um 1520 ergänzt wurde. Die Martinskirche verfügt auch über eine Außenkanzel, die der Heimatmaler Otto Oppelode besonders in seinen Märchenzeichnungen festgehalten hat.